know, my God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always friends. Ja, Monette, Glitch TV hat einen neuen Glitch für euch und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Glitch in Call of Duty World War 2. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr eure Waffen ganz leicht auf Diamant glitchen könnt und das ist wirklich mega einfach und funktioniert nach dem neuesten Patch 1.5 in Call of Duty World War 2. Alles, was ihr dafür braucht, ist mindestens ein Klassenset, was schon auf Diamant ist. Besser gesagt, ihr könnt das wirklich mit jeder Tarnung machen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf eurer Kampfflinte die Goldtarnung habt, dann könnt ihr diese Goldtarnung auf eine Waffe kopieren, die ihr noch nicht habt. Und das zeige ich euch jetzt einfach, wie das geht. Als allererstes geht ihr auf jeden Fall auf euren Soldaten und dann geht ihr auf Divisionen. Jetzt wählt ihr euch einfach ein Klassenset aus. Doch bevor wir mit dem Glitch anfangen, zeige ich euch auf jeden Fall noch, dass ich auf meiner Kampfflinte schon die Goldtarnung freigeschalten habe und ich werde diese Goldtarnung von der Kampfflinte auf die P08, also auf diese Pistole unten drauf glitchen. Ihr seht es jetzt hier im Hintergrund, ich habe die Goldtarnung jetzt schon freigeschalten. Kommen wir aber jetzt erstmal zurück zum Glitch. Ihr wählt euch jetzt wie gesagt erstmal ein Klassenset aus und dann geht ihr einfach auf die Grundausbildung und bei der Grundausbildung angekommen wählt ihr euch Schütze aus. Jetzt gehen wir unten auf unsere Sekundärwaffe und wählen uns die Waffe aus, die wir schon auf Gold haben oder auf Diamant. Und dann tun wir einfach bloß noch die Gold- oder Diamant-Tarnung auf unsere Waffe drauf. Haben wir das dann gemacht, dann gehen wir jetzt wieder zu der Grundausbildung und jetzt wählen wir uns einfach irgendeine andere Grundausbildung aus. Jetzt seht ihr unten jetzt wieder die Pistole und wenn wir jetzt auf Tarnungen gehen, dann sehen wir, dass wir die Goldtarnung jetzt von der Kampfflinte auf die P06 geglitscht haben und das ist wirklich mega einfach und funktioniert wirklich mit jeder Tarnung. Das heißt, ihr könnt euch da wirklich die Diamanttarnung glitschen, ihr könnt euch die Goldtarnung glitschen und das ist wirklich ein richtig, richtig heftiger Glitch und der funktioniert auf jeden Fall um 100%. Und wenn wir jetzt auf jeden Fall noch nach einer Online-Lobby suchen, dann werden wir auf jeden Fall sehen, dass wir die Goldtarnung natürlich auch in einer öffentlichen Online-Lobby haben und das ist wirklich ein richtig heftiger Glitch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde mich auf jeden Fall wirklich richtig freuen, dass, wenn du noch kein Abonnent von meinem Kanal bist, dass du meinen Kanal abonnierst. Das würde mich wirklich richtig freuen. Und wenn ihr in Call of Duty World War 2 einen Unlimited XP Glitch sehen wollt, dann schreibt das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall wirklich richtig freuen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Haut rein und ciao.